Herzlich willkommen bei Kultur. Und ja, ich habe wieder was bei DNT-Mail Order bestellt. Ich kann es auch gleich sagen, einmal die Rambo Limit Completion in der Büste, aber die stelle ich hier, die packe ich jetzt nicht aus, weil es ein bisschen halt so groß, die stelle ich irgendwann mal vor. Ich will aber jetzt die Filme noch, diese hier, habe ich ja noch bekommen hier von DNT-Mail Order. Ich würde nicht werfen, wie immer. Und da wollte ich das jetzt auspacken, weil die verpacken das immer sehr, sehr gut. Und da wollte ich das auspacken. Da fange ich jetzt auch gleich mal mit an. Das ist nur ein kleines Messer. Nenn ich mal was zum, wenn ich das brauche. Das ist nämlich sehr, die Filme habe ich mir schon, wollte ich mir schon immer mal holen. Oh, das ist ja jetzt hier bombig verpackt. Na, da hat DNT, und mal kurz. Ja. Jetzt ist es auf. Wenn ihr sehen kann. Ja, und natürlich fangen wir jetzt den ersten an. Ja. Natürlich hier die ungeschnittene Blade-Version. Ich habe die ja cut. Hier, ich habe sie ja cut schon vorgestellt gehabt. Und hier habe ich sie uncut. Richtig geil. Werde ich mir heute anschauen. Ich habe gleich ein Packen. Noch gleich. Oh, ich bin wirklich froh. Also ich habe jetzt den Uncut hab, weil Cut kann man wirklich. Cut ist für die Tonne. Stehen kann hier. Da. Ungeschnitten natürlich. Nur ungeschnitten ist gut. Ja. Jetzt geht's weiter. Auch mit einem Film, den ich geschnitten habe, und jetzt ungeschnitten The Punisher. Richtig geiler Film. Ich finde das Remake nicht so gut wie das Original mit Dolph Lundgren. Einfach nur absolutes geiles Action-Spektakel. Wirklich Action. Ein richtiges Gemetzel gibt es auch noch. Das ist einfach egal. JK geprüft natürlich. Ungeschnitten. Hier steht auch nochmal ganz dick und fett Uncut drüber. Und da freue ich mich auch sehr dolle darüber. Und ja, dann packe ich den hier auch mal aus. Ich habe darauf jetzt auch schon lange gewartet, bis es kommt. Na ja, und ja, hat über eine Woche gedauert schon. Eigentlich knapp 2 Wochen. Bin ich aber jetzt froh, dass ich alles bekommen habe. Ja, hier natürlich. Hier ist die Disc. Jetzt kommen wir auch zu was, ein Trash-Film. Ach, jeder müsste ihn eigentlich kennen hier. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Hier. Puppet Master 3. Toulon's Spielzeug des Teufels. Toulon's Rache. Hier ungeprüft. Und ja, hier sehen wir das in D-Pack. Und ja, geil. Einfach nur spitzenmäßig. Und wirklich, da freue ich mich schon drauf, den Film zu sehen. Weil ich kenne ihn. Ich kenne die ersten 2 Teile, kenne ich. Habe ich leider nicht, ich habe nur einen Teil 2 noch, und jetzt ein Teil 3. Aber jetzt weiß ich nicht, ob das hier die Vorgeschichte müsste die sein, hier das Sequel. Und bin ich wirklich froh drüber, dass ich den habe. Für 5,99 bekommen, mitgenommen. 5,99 günstig und ein Digipack. Digipack im Schuber. Im Schuber hier, wie man sehen kann. Ganz dünn gehalten. Ja. Hier. Puppet Master 3. Hier. Ich weiß jetzt nicht, was das ist. Hier sind noch Schwarzbände. Ich glaube, hier diese Director-Filmbiografien oder so. Und hier ist das. Da. Das ist das Cover. Es gibt auch noch von den 16, wo das Cover drauf ist. Sieht ganz gut aus. Und das finde ich auch gut. Und ja, einfach nur klasse. Ja, und jetzt kommen wir zum letzten Film dieses Unpackings. Jeder weiß, ich bin Seagal-Fan. Und hier, Steven Seagal zum Töten freigegeben. Ja, so viel kurz und brechen, aber hier ist Steven Seagal zum Töten freigegeben. Uncut. Habe ich schon lange gesucht. Und ja.
einfach nur gut und sogar an, das ist die Neuveröffentlichung. Es gibt auch noch eine alte mehr Macintosh Dash. So, jetzt wäre die Kamera bald runtergefallen. Ja. Bin ich auch schon froh, den kenne ich nämlich noch nicht. Bin ich schon froh, darüber den auch zu haben. Ja! Da bin ich jetzt wirklich froh drüber. Und ich hoffe, dieses Update hat euch gefallen. Also es ist kein Update gewesen, es war ein Unpacking. Und ja. Abonniert und kommentiert. Und bis zum nächsten Mal. Sagt mal, wie ihr die Filme findet. Und tschüss.